will ich, dass du Junge bist, ohne die Schützen. Das sage ich ohne jegliche Übertreibung. Denn wahrscheinlich wäre ich schon längst vorbei mit der Wiesenseligkeit, hätten die bayerischen Schützen nicht 1919 das Heimkehrer-Kriegerschießen und dann in der Folge weitere Herbstfeste um ihr Oktoberfest-Landesschießen auf der Wiesn ausgerichtet. Von Anbeginn des Münchner Oktoberfestes, seit 1810, haben die Schützen ihren Platz auf der Wiesn. Später marschierten die Schützen mit einem fahrtenträchtigen Schützenzug am ersten Wiesensonntag auf die Theresienwiese. Und nach der Siegerehrung am letzten Wiesensonntag wieder zurück in die Stadt zu marschieren. Das war noch lange, bevor sich König Ludwig I. und der Das war noch lange, bevor sich König Ludwig I. und Therese von Bayern anlässlich ihrer Silberhochzeit in Traumhausen wünschten. Die ganz so alt ist diese Feier der Ausrufung der neuen Landesschützenkönige und der Ehrensalut. Nach wie vor ist der Höhepunkt für jede bayerische Schützin und jeden bayerischen Schützen das im Rahmen des Oktoberfest-Landesschießens ausgetragene Landeskönigsschießen. Traditionsgemäß darf ich in wenigen Minuten die neuen Regenten des bayerischen Schützenwesens ausrufen. Mit der Vorstellung unserer Landesschützenkönigin und dem Abbildern endet das Oktoberfest-Landesschießen des Bayerischen Sportschützenbundes. Mehr als 11.000 Schützinnen und Schützen haben sich in der Schießanlage im Schützenfest den sportlichen Wettkampf gestellt. Alleine 3.778 davon schossen um die Ehre der Landesschützenkönige. Es ist mir nun eine Ehre, euch alle zum letzten Akt des weltweit größten Freischießes einzuladen und ein Stück lebendiges Feiern zu erleben. Es freut mich besonders, als Vertreter unseres Protektors, seine königliche Hoheit, Herzog Franz von Bayern, seine königliche Hoheit, Prinz Emanuel von Bayern, begrüßen zu dürfen. Die bayerischen Schützinnen und Schützen haben dem Königshaus der Wittelsbacher viel zu verdanken. Zu Ehren unseres Protektors, seine königliche Hoheit, Franz von Bayern, und seines Vertreters, seiner königlichen Hoheit, Prinz Manuel von Bayern, spielt die Markkapelle auch den Herzog Franz Marsch.